Die Preseason ist vorüber, das erste kleine Kapitel in der J.J. Redick-Ära bei den Lakers ist geschafft, ein denkbar unbedeutendes, wenn wir uns überlegen, was da alles noch kommen wird. Die Resultate in der Preseason sind egal, das wissen wir alle, was allerdings nicht egal ist, ist der erste Eindruck, den man bekommt. Man kann sehr früh erkennen, wie der Prozess aussieht, welche Philosophie ein Coach verfolgt, was er gerne alles so implementieren möchte und wie seine Ideen aussehen. Wie das dann schlussendlich umgesetzt wird, ist erst einmal zweitrangig. Die Minutenverteilung, Rotation wird in der Regular Season eh komplett anders aussehen, aber an der Taktik, Identität, da wird eben jetzt schon gearbeitet, die Grundsteine werden jetzt also schon gelegt. Mir sind vor allem zwei Dinge wichtig gewesen im Training Camp. Nummer 1, wie sind die Vibes im Team, welchen Eindruck machen die Spieler, hat man gute Laune? Da können wir, denke ich, einen Haken dran machen, da müssen wir uns nicht länger mit aufhalten, denn viel wichtiger ist der zweite Punkt und dieser ist, wie funktioniert die Offensive unter J.J. Redick? Wer meine Videos speziell letzte Saison Richtung Ende der Regular Season in den Playoffs verfolgt hat, der weiß, wie sehr mich die Lakers Offensive aufgeregt hat. Um ehrlich zu sein, wissen das alle, die in den letzten Jahren Videos hier verfolgt haben, die Lakers Offense in der LeBron-Ära war bis auf kurze Phasen eine massive Enttäuschung. J.J. Redick ist ein Taktikfanatiker, jemand, der Ahnung von Basketball hat, das merkt man sofort. Als Spieler war er einer der intelligentesten auf dem Parkett, man hat es ihm schon angesehen in all den Aktionen, der Dude hat Basketball verstanden. Und auch wenn man nach seinem aktiven Karriereende seinen Podcast verfolgt oder ihn bei ESPN in den Talkshows oder als Kommentator gehört hat, wurde es immer wieder sehr offensichtlich. Bevor die Lakers mit ihrer Saisonvorbereitung begonnen haben, ließ er ebenfalls immer wieder verlauten, er wolle das Spacing verbessern, mehr 5-Out-Offense spielen, sehr viel organisierte Offensive laufen lassen und die Spieler wirklich in die Position bringen, optimal performen zu können. Das Thema mit der organisierten Offensive regte mich unter Darvin Ham so extrem auf, da wurden einfach kaum Spielzüge gelaufen, da gab es einfach kaum Plan. Ich hatte das jetzt schon einige Male hier erklärt, es gibt organisierte Offensive, also Spielzüge, eine spezielle Formation, wenn ein Plan in die Tat umgesetzt werden soll. Und dann gibt's die sogenannte Freelance Offense, bei der einfach mal geschaut wird, was passiert, ein Spieler hat den Ball und macht etwas damit, es wird sich mehr auf die individuelle Klasse verlassen. Die Regel ist eigentlich relativ simpel, je mehr organisierte Offensive ein Team läuft, desto besser, das lässt sich statistisch ganz klar belegen. Die Lakers unter Darvin Ham hatten zwei große Probleme in diesem Bereich. Ihre organisierte Offensivenrate war ein schlechter Scherz und der Wert sank rapide von Viertel zu Viertel in den einzelnen Spielen. Tim _NBA auf Twitter trackt jedes einzelne Lakers Game und bei vielen, vielen anderen Teams auch und die Lakers waren regelmäßig bei einer Rate von unter 50% über gesamte Spiele, gehörten damit zu den Teams mit dem geringsten Wert. Ihr Gegner in Runde 1 der diesjährigen Playoffs, die Denver Nuggets, sind es der Teams mit dem höchsten Wert gewesen, nahezu immer in den 60ern, was die Prozente angeht. Diese Jokic-Offense in Denver ist die Definition von organisiert und das schon seit Jahren. Das Problem war, dass die Lakers die Spiele oft gut anfingen, auch mit Raten in den 60ern, aber das von Viertel zu Viertel weniger wurde und im vierten Viertel ließen sie das dann komplett sein gefühlt. Unklar, wen da jetzt alles die Schuld trifft, Ham natürlich, sein Staff, LeBron sicherlich auch. Was die Lakers allerdings in der Preseason gemacht haben, ist eine komplett andere Welt, eine andere Dimension, das kann man überhaupt nicht mit dem vergleichen, was man unter Darvin Ham gesehen hat. Nehmen wir doch nur mal ihre organisierten offensiven Raten, gegen Minnesota in Spiel 1 waren es bärenstarke 63%. Im Phoenix-Spiel direkt danach waren es 58%, etwas weniger, aber immer noch ordentlich. Gegen die Bucks im dritten Spiel waren es dann schon 70% über das gesamte Game, was crazy ist, heißt 7 von 10 Angriffen im Schnitt waren organisiert. Genau die 70% behielt man dann noch gegen die Warriors in Spiel 4 bei, in Spiel 5 gegen die Suns stieg dieser Wert dann noch einmal auf absurde 84%, der höchste Wert, den Tim _NBA jemals in irgendeinem NBA-Spiel gemessen hat. In Spiel 6 erneut gegen die Dubs waren es dann 77%, also erneut absurd hoch. Mit anderen Worten, J.J. Redick lässt deutlich, deutlich mehr organisierte Offensive laufen als Darvin Ham. Die beiden letzten Games der Preseason waren höher frequentiert als irgendwelche Spiele in Hams zweijähriger Amtszeit. Redick lässt sein Team im überwiegenden Teil aller Halbfeldangriffe einen Spielzug oder eine Formation laufen. Es gibt kaum noch Angriffe, in denen einfach einer den Ball bekommt und alle anderen ihm einfach mal dabei zuschauen. Es scheint hier wirklich so, als ob der Mann diese ganze Kritik gehört hat, diese Kritik teilt und sich zu 100% wie besessen darauf fokussiert, dieses Problem aus der Welt zu schaffen. Nun, natürlich ist noch lange nicht alles perfekt, nicht jeder Spielzug, den er ausprobiert, ist wirklich ein guter Spielzug mit einem guten Design und einer guten Idee. Auch nicht jeder Spielzug passt zum Personal der Lakers und erst recht nicht jeder Spielzug passt zu der Defense und ist unbedingt prädestiniert dafür, diese spezielle Defense des Gegners auszuhebeln und wirklich effektiv Vorteile zu generieren.
Und natürlich ist auch die Ausführung auf dem Parkett teilweise eine mittelschwere Katastrophe immer noch, was aber wenig überraschen sollte, denn das Team muss erst einmal daran gewöhnt werden und da wird eine Menge Neues eingeführt gerade. Bisher hat das so ein bisschen etwas von, wir probieren einfach mal so viel wie möglich, je mehr desto besser, Quantität ohne Ende, aber die Qualität ist noch ziemlich mies. Reddick muss noch klar besser darin werden, wirklich perfekte Antworten auf die Defense und deren jeweiligen Taktik zu finden und seine Spieler müssen besser darin werden, diese Ideen dann wirklich besser in die Tat umzusetzen. Aber so etwas braucht Zeit, wir dürfen hier keineswegs erwarten, dass so etwas in der Preseason schon funktioniert. Das Wichtige ist, dass wir mehr organisierte Offensive sehen, dass Reddick diese Offensive umkrempelt und wirklich neuen Stuff reinbringt. Und viele dieser Angriffe sehen wirklich extrem vielversprechend aus. JJ Redick lebt in seiner Karriere sehr von solchen Weakside-Spielzügen, von Pindowns oder Stagger-Screens, kein Wunder, dass er das auch bei den Lakers sehr schnell und zahlreich implementieren möchte. Und da reden wir auch nicht nur über solche simplen Chicago-Actions wie hier in diesem Angriff, sondern über den richtig guten Stuff. Hier der Stagger-Screen von Hachimura und Davis für Russell und dann hast du Optionen, kannst Rui unter dem Korb finden, wo diese Aufmerksamkeit auf sich zieht, dadurch wird D'Lo aber frei und kommt zu einem guten Look. Immer wieder entstehen fantastische Looks direkt am Korb, weil entweder der Screener oder so wie hier der Spieler, der aus der Ecke kommt, zum Korb cuttet. Oder es entstehen freie Dreier, schaut wie clever sie das hier machen. Der Schlüssel zum Erfolg dabei ist, dass diese Spielzüge immer verschiedene Ausgangssituationen haben, dass jeder der involvierten Offballspieler am Ende den Abschluss nehmen kann, das macht sie so extrem unberechenbar. Diesen hier finde ich crazy, Stagger Screen, Bronny stellt allerdings den Backscreen für Hayes, welcher zum Korb cuttet und das Ganze fast vergolden kann. Diese Weakside-Plays können Köder sein, hier konzentriert sich die ganze Defense auf die eine Aktion und schläft dann auf der anderen Seite. Und in diesem Angriff hier sieht alles recht basic aus, Pindown und der anschließende Movement-Dreier, aber ich spule mal kurz zurück, achtet mal auf das Movement von Gabe Vincent, diese bekommt einen Baseline-Pin unten links von Hachimura gestellt. Ein früher Trend der Lakers sind genau solche Screens unten in einer der Ecken und diese sind so genial, hier rollt Davis ab, gleichzeitig läuft sich Knett aber unten frei, das stellt die Defense vor massive Probleme, denn sie können nicht alles wegnehmen. Ich habe lange von solchen Plays geträumt, Iverson Cut von Redick wird zu einem Pick-and-Roll zwischen D'Lo und Hayes und unten links kommt dann der Pin-Screen, welcher dazu führt, dass die Mitte frei wird, das sind dann zwei einfache Punkte. Genau das gleiche hier, schaut aber auf das suboptimale Timing, der Pin-Screen unten links kommt viel zu früh, die Warriors lösen zuerst die eine Baustelle, dann die andere, Green kann in der Mitte bleiben und den Lob abfangen, das meine ich damit, dass die Ausführung oft noch mies ist. Mir gefällt aber, dass solche Pin-Screens immer wieder Verwendung finden und das nicht nur bei Pick-and-Rolls, sondern auch wenn ein Spieler im Post ist. LA produziert außerdem mit sogenannten Hornspielzügen gute Looks am laufenden Band in der Preseason, also wenn zwei Spieler links und rechts so auf Höhe Mitte des Halbfeldes stehen. Hier, LeBron bekommt den Ball, D'Lo cuttet Backdoor und davon hat Hachimura gescreent, simpel, aber effektiv. Hier ist LeBron nicht der Passer, sondern der Cutter, gleiches Play, wieder easy money. Ich muss ehrlich sagen, ich mag Davis sehr in dieser Rolle als Passspieler in diesen Spielzügen, da könnte ich mir wirklich vorstellen, dass er einen großen Schritt macht und eine wichtige Rolle einnimmt. Hornformationen können zu Handoffs mit anschließenden Off-Ball-Movement führen, so wie hier von Reeves. Oder zu Pick-and-Rolls mit anschließenden Screen-Aways, schönes Play von Vincent, ich glaube, er kann wirklich von solchen Sets profitieren. Und das gleiche gilt auch für Austin Reeves, welcher so direkt Vorteile mit auf dem Weg bekommt, was ein echter Game-Changer für ihn sein könnte. Da zeigen sich dann nämlich auch seine Passing-Fähigkeiten. LA liebt diese Actions, wo drei Spieler oben involviert sind, während die beiden anderen unten in den Ecken des Parkett jeweils auseinanderziehen sollen. Diese Three-Man-Games sind mittlerweile gang und gäbe und sie führen in der Regel zu effizienten Versuchen entweder von Downtown oder direkt am Korb. Und auch eine Regel unter Reddick, hilf deinen Defender von dir weg, dann cutte zum Korb, warte nicht in der Dreierlinie, sehen ruhig auf ein Anspiel, um dann ein Dreier zu nehmen. Da ist einfach generell so viel guter Stuff dabei, so etwas wie hier war undenkbar unter Ham, dieses Movement, die Pässe, wie viel da innerhalb von wenigen Sekunden passiert, Wahnsinn. Ich wusste auch gar nicht, dass sich die Mitspieler von AD bewegen können, wenn dieser den Ball im Post bekommt. Wer hat Reeves gesagt, dass er im Rücken seines Gegners zum Korb cutten darf, wenn dieser zu Davis hilft? Es ist einfach so schön zu sehen, wie einer der besten Movement-Shooter ever jetzt auf einmal Plays für andere Movement-Shooter laufen lässt, Reddicks Kreativität sind da keiner Grenzen gesetzt.
Nun, das ist alles natürlich ein guter Anfang, aber das heißt noch gar nichts. Behält man diese irre Rate an organisierter Offense bei, dann denke ich, könnte das eine der besten Offenses der NBA werden, aber das wissen wir erst, wenn mehr Zeit vergangen ist. Es ist nicht sicher, ob LeBron da langfristig on board sein wird, es wäre das erste Mal in seiner Karriere. Ich würde es mir natürlich wünschen, ich hoffe es, aber wir wissen es halt nicht. Wie gesagt, ein klasse Start, aber Redick und sein Team haben weiterhin jede Menge Arbeit noch vor sich. Nicht nur viele Spielzüge, sondern auch welche, die wirklich passen, die exakt das attackieren, was die Schwäche der Defense ist. Da kann man nicht einfach nur ein Play nach dem anderen callen, da muss gescoutet werden, da muss man sich vorbereiten auf den Gegner, dessen Taktik und Personell kennen und man muss auch wissen, wo die Antworten sind. Und für die Spieler gilt, die Abläufe zu perfektionieren. Richtig die Läufe timen, richtige Screens stellen, saubere Pässe spielen, genau zu wissen, wo man stehen und wie man sich bewegen soll. Das System kann die Vorteile generieren und ihnen mit auf den Weg geben, aber dann musst du halt auch etwas daraus machen. Also den freien Dreier treffen, den du durch den Spielzug bekommst, den freien Korbleger verwandeln, den dir dein Cut beschert hat, den extra Pass zu deinem Kollegen spielen, der, weil er sich auch bewegt hat, vielleicht noch freier ist als du. Die Ausführung darf bei all dem natürlich nicht vergessen werden. Gefallen euch solche Videos, dann lasst doch sehr gerne ein Like und Abo da. Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Video und macht's gut.